Herr Wiebke, wo stehen wir denn hier? Ja, wir stehen hier im Zentrum von Guben und auf dem Gelände des ehemaligen Gefängnisses. Dieses Gefängnis befindet sich seit vielen Jahren im Eigentum und in der Verantwortung der Gubener Wohnungsgesellschaft. Das ist mal aus einer Insolvenzveranstaltung heraus erworben worden und die Gubener Wohnungsgesellschaft versucht jetzt, da es ein Zentrumsgebäude ist, hier den Verfall weiter zurückzuhalten, einzudämmen, sodass auch dieses Einzeldenkmal möglichst für die Zukunft noch Bestand hat. Was ist denn das Besondere von dem Gefängnis? Also das Gefängnis befindet sich im Zentrum von Guben, umgeben von dem Klostergelände, aus dem Guben 1235 mal erwachsen ist. Und dieses Gefängnis ist dann viel später natürlich gebaut worden, 1899, und ist dann hier als Untersuchungsgefängnis betrieben worden und bis 1962 auch für Gefangene als Unterbringung genutzt worden. Wir haben jetzt als Gubener Wohnungsgesellschaft viel später über eine Versteigerung dieses Objekt mal erworben, weil es sich eben so zentrumsnah befindet, und haben damit das Ziel verfolgt, dieses Einzeldenkmal auch für die Nachwelt so zu erhalten, dass es zumindest erstmal so, wie wir es heute hier vorfinden, auch für die Zukunft noch vorzufinden sein wird. Und gibt es, sagen wir mal, konkretere Pläne, vielleicht Museum oder Ähnliches oder so, dass es zumindest wieder regelmäßiger zugänglich sein könnte? Also Guben ist eine sehr kleine Stadt und Guben hat schon zwei Museen. Dass man in dieser Richtung hier etwas erweitert, das ist sehr unwahrscheinlich. Wir müssen ja auch sehen, dass uns wirtschaftliche Zwänge in einen gewissen Rahmen pressen, aus dem wir so nicht rauskommen. Wenn es einen Investor gibt, der eine gute Idee hat, wie man ein denkmalgeschütztes Gebäude, das muss man ja dazu sagen, die Nutzungsmöglichkeiten sind hier sehr eingeschränkt. Wenn also jemand mit so einer Idee um die Ecke kommt, dann werden wir ihn gerne unterstützen und werden danach Lösungen suchen. Ansonsten ist es unser vorrangiges Ziel, das Objekt so zu erhalten, dass es möglichst wenig zusätzliche Kosten daraus gibt und wie gesagt, dass es erstmal als Objekt erhalten bleibt. Für Einzelmaßnahmen, Einzelveranstaltungen, wie zum Beispiel ein Tag der offenen Tür oder Tag des Denkmales, da öffnen wir hier natürlich, haben wir schon mehrmals gemacht, sodass auch die Bevölkerung sich hier umgucken kann und ein bisschen in der Geschichte wandeln kann.